Das hat eigentlich, wenn ich mir das so genau überlege, wie ganz, ja, man muss eigentlich sagen, es hat zwei unterschiedliche Dimensionen, die Antwort. Das eine ist etwas sehr Persönliches, sehr Privates. Es geht darum, wie ich zum Lesen gekommen bin, in der Schule, was damals für mich wichtig war. Das ist zum Glück der Robert Walser, eigentlich der Autor von meiner Jugend. Und das hat mich eigentlich an die Literatur, an die Kunst hergeführt. Und das andere ist ein zweiter Bereich, der dann über mein Studium von Literaturwissenschaft, von meiner Tätigkeit an der Universität und jetzt vom Leiter vom Robert-Walser-Zentrum wichtig geworden ist. Und das ist eigentlich dann eine professionelle Auseinandersetzung mit dem Gegenstand Robert Walser. Also es ist privat sehr wichtig und es ist beruflich sehr wichtig für mich. Ja, ich würde sicher reden darüber, dass der Robert Walser für mich eigentlich ein Schriftsteller war, der mir aufgefallen ist, wo ich heute auch literaturgeschichtlich sehr außerordentlich finde, weil er sehr früh angefangen hat, über alltägliche Sachen zu schreiben. Gewöhnliche Sachen, Kleinigkeiten, unspektakuläre Sachen. Und das hat immer auch geheissen, über Sachen aus seinem eigenen Leben, aus seiner Erfahrung heraus. Und dass da einer eigentlich nicht an grosse, erfundene Geschichten denkt, wenn er schreibt, sondern eigentlich an Kleinigkeiten aus dem Alltag, was er gehört hat auf der Straße, was er gelesen hat in der Zeitung, über sein schulische Erlebnis oder über, er hat ja Banklehre gemacht, also was er alles in dieser Bürowelt, in dieser bürokratischen Umgebung gesehen und erlebt hat, also über so Sachen geschrieben, das ist für mich damals spektakulär gewesen als Schüler und das hat wie eigentlich dazu geführt, dass auch ich mein eigenes Leben im gewissen Sinn als etwas Poetisches habe können wahrnehmen. Ich habe plötzlich auch eigentlich realisiert, dass ich ja jeden Tag Sachen erlebe und dass die eigentlich auch interessant sind. Und dass man nicht unbedingt muss jetzt zu erfundenen grossen Romanen greifen, um fantastische Sachen zu erleben, sondern dass man das eigentlich im eigenen Leben in einer Stunde oder in einem, damals noch in einem Schulalltag jederzeit auch erleben kann. Das hat mich sehr, sehr stark fasziniert. Und ich finde es heute literarhistorisch interessant, weil der Walser ist einer der Frühen gewesen, der das gemacht hat, der über gewöhnliche Sachen, alltägliche Sachen und über sehr persönliche Sachen geschrieben hat. Ja, was ich sicher sehr wichtig finde, ist, dass der Robert Walser ein grosser Sprachkünstler ist. Also bei ihm ist eigentlich sein ganzes Schreiben aus der Sprache heraus entwickelt, vom Umgang mit der Sprache, vom Verhältnis zur Sprache. Er ist wahnsinnig komisch, hat einen sehr humorvollen Umgang mit Sprache, mit Wörtern von Anfang an gehabt. Er hat viele Wörter erfunden, hat mit Wörtern gespielt, ohne dass es nur ein Klamauk war. Und das Spielerische, das ernsthaft Spielerische, wie er mit Sprache umgeht, dass er die Sprache immer wieder neu versucht zu inszenieren, das finde ich absolut faszinierend. Das ist sicher auch der Grund, wieso er so lang und in so vielen Zusammenhängen immer noch interessant ist.